Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mal ganz woanders und ich filme auch gerade mit dem Handy, weil ich wie gesagt gerade unterwegs bin. Ich habe nämlich heute eine Mission und zwar bin ich eigentlich gerade auf dem Weg zur Uni. Also ich möchte mich gleich in die Bibliothek setzen, aber ich habe in den letzten Tagen vermehrt auf Instagram gesehen, dass Leute bereits Fourth Wing im Thalia sehen und kaufen können. Heute ist der 13. Juni. Ich glaube, Fourth Wing kommt eigentlich erst nächste Woche raus oder so. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Aber ich werde jetzt versuchen, in dem Thalia hier bereits eine erste Ausgabe zu finden. Also drückt mir die Daumen. Ich hoffe, sie haben es. Ich bin gespannt. Mal schauen, was noch so mitkommt, ob überhaupt noch was mitkommt. Und danach mache ich mich auf den Weg zur Uni. Okay, das ging schnell. In dem Thalia hatten sie leider keinen Fourth Wing mehr. Obwohl das Buch noch nicht mal raus ist, sind die jetzt alle schon ausverkauft, meinte die Verkäuferin zu mir. Also werde ich jetzt nochmal in einen anderen Thalia fahren. Es ist aber schon ein Buch mitgekommen. Und zwar habe ich jetzt The Unhoneymooners gefunden. Und ich wollte das Buch schon ewig mal auf Englisch lesen. Und jetzt kam es halt auf Deutsch raus. Und deswegen habe ich es jetzt gleich mitgenommen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt los und fahren zum nächsten Thalia. Jetzt einige Wochen, wenn nicht sogar Monate her, seit ich das letzte Stück für diesen Vlog gefilmt habe. Denn es war ein Kampf, an dieses Buch zu kommen. Wie ihr am Anfang schon erfahren habt, war dieses Buch direkt nach Erscheinung oder eigentlich sogar bevor es überhaupt erschienen ist, überall in den Buchläden ausverkauft. Also die Ausgabe mit dem wunderschönen Farbschnitt war einfach weg. Und das einfach in jedem Thalia oder jeder Buchhandlung in Berlin, in der ich war und in der ich online nachgucken konnte, ob sie Fourth Wing noch haben. Ich hatte das Buch schon vorbestellt gehabt auf Amazon, aber als ich dann ein paar Tage oder Wochen später reingeguckt habe, hat sich das Lieferdatum einfach nach hinten verschoben. Das heißt, auch Amazon war ausverkauft von den Büchern. Zumindest hätte ich kein Exemplar mehr zur Erscheinung bekommen, sondern erst viel, viel später. Und ich war schon etwas traurig, dass ich Fourth Wing nicht in der ersten Auflage ergattern konnte mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Aber ehrlich gesagt, hätte ich es natürlich auch ohne gelesen. Deswegen hätte ich auch eine Ausgabe mitgenommen, die auch schon gar keinen Farbschnitt mehr hatte. Aber wie gesagt, Fourth Wing war einfach ausverkauft. Also es gab auch keine Ausgaben, die irgendwie keinen Farbschnitt hatten. Auf jeden Fall hat mir dann eine Freundin geschrieben, dass in ihrem Thalia noch ein paar Ausgaben liegen und ob sie mir eins kaufen soll und es mir dann schicken soll. Und ich habe es einfach. Ich bin einfach so dankbar, dass sie mir da geholfen hat und ich eben einfach ihr Geld geben konnte für die Ausgabe und sie schickt mir das einfach. Deswegen kann ich dieses wunderschöne Buch in den Händen halten. Wie gesagt, es hat diesen wunderschönen Farbschnitt, das ist die erste Auflage und dieses Buch ist wirklich eines der schönsten, die ich jemals gesehen habe. Sie hat mir einfach dann passend dazu noch ein Lesezeichen reingepackt. Das ist einfach so wunderschön und irgendwie passt es einfach auch perfekt zu Fourth Wing. Also von vorne ist es Gold, es hat hier auch so goldene Details und der Farbschnitt von Fourth Wing ist ja so ein bisschen bläulich und das Lesezeichen ist hier zwischendurch auch bläulich. Also es ist wirklich einfach perfekt und wunderschön. Und ja, ich sage hier einfach tausendmal danke. Es ist jetzt soweit, ich habe es mir ein bisschen aufgespart, weil ich einfach einen Zeitpunkt haben wollte, wo ich keinen Stress habe, wo ich dieses Buch ganz entspannt lesen kann, wann ich möchte, lesen kann, so viel ich möchte. Und das ist jetzt gekommen. Ich werde dieses Buch jetzt anfangen. Es ist jetzt Freitag und am Wochenende findet wieder dieser Lesemarathon von Theresa von Bookslove128 auf Instagram statt. Das heißt, ich möchte so viel wie möglich lesen und meine Priorität ist Fourth Wing. Ich freue mich schon mega auf dieses Buch. Ich habe so viel Gutes darüber gehört. Es hat wirklich eine krasse Bewertung auf Goodreads. Es ist so gehypt und ich erhoffe mir vieles. Wir haben hier eine Drachen-Fantasy-Geschichte und unsere Hauptprotagonistin ist Violet. Ihr Traum ist es, Schriftgelehrte am renommierten Basquiat War College zu werden. Dieser zerplatzt aber, da sie die Tochter der Generalin ist und als solche muss sie am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken, besonders Xaden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben will. Denn am Basquiat War College haben alle eine Agenda und es gibt nur zwei Wege hinaus. Den Abschluss machen oder sterben. Eine Drachen-Fantasy-Geschichte. Enemies to Lovers, wie es hier klingt im Klappentext. Ich bin absolut gespannt. Es hört sich
unglaublich gut an und meine Erwartungen sind sehr hoch. Und ich würde sagen, wir fangen an und ich nehme euch mit beim Lesen. Comfortable, and no one seems to hold me like you do. Ich bin jetzt gerade auf Seite 178 angekommen und Leute, ich könnte hier wirklich den ganzen Tag sitzen und dieses Buch lesen. Es langweilt mich null. Ich versinke in dieser Welt und ich weiß eigentlich sehr genau, dass ich hier gerade ein Highlight lese. Bei manchen Büchern ist es einfach so, dass man die Zeit vergisst, man liest einfach so viel, wie man will und man müsste nicht aufhören zu lesen, wenn dann nicht die Welt da draußen noch existieren würde. Aber ich bin absolut in dieser Geschichte. Ich liebe es absolut und werde auch gleich sofort weiterlesen. Eigentlich bin ich ja noch nicht so weit, also ich habe ja erst knapp 200 Seiten gelesen und in dem Buch ist das ja wirklich noch nicht viel. Ich hatte das Gefühl schon lange nicht mehr, also dass ich ein Buch wirklich nicht weglegen möchte, weil die letzten Bücher, die ich immer gelesen habe, die waren zwar gut, aber man hatte irgendwie nach so 10 Seiten nicht das Bedürfnis, jetzt unbedingt weiterlesen zu müssen, sondern man könnte es auch wegpacken. Man ist schon so nach ein paar Seiten, ja, gerade ist irgendwie langweilig, aber dieses Buch ist wirklich so, so gut. Die Atmosphäre, das Setting, es ist alles so besonders und besonders gut einfach. Man wurde hier am Anfang direkt in die Geschichte reingeschmissen. Man hatte nicht irgendwie erstmal viel Worldbuilding, sondern es fing direkt an, dass wir eben Violet kennengelernt haben und ihre Familie so ein bisschen, also ihre Mutter und ihre Schwester, denn ihre Mutter ist ja da so eine ganz hohe Position und man hat so ein bisschen mitbekommen, dass Violet eigentlich gar nicht in diesen Reiterquadranten wollte, sondern eher in einen anderen und dafür wurde sie auch ihr Leben lang ausgebildet, aber ihre Mutter hat dann irgendwie halt gesagt, dass sie jetzt die Ausbildung zu diesen Reitern machen muss und damit fing es eigentlich direkt an. Also wir haben ein paar Seiten so eine Diskussion mitbekommen und dann hat Mira, also Violets Schwester, sie eigentlich direkt dahin gebracht zu diesen ersten Tagen, also zu dieser ersten Aufnahmeprüfung, wo sie über so ein, ich weiß nicht genau was es war, war es irgendwie so eine Brücke, ich glaube das hieß Viadukt oder sowas, wo sie auf jeden Fall darüber laufen mussten und das war schon die erste Herausforderung, die man hatte. Da war ich schon das erste Mal geschockt und ab da war ich eigentlich sofort drin. Also dieses Setting von diesem College hier, von diesen ganzen Drachen und diesen Auszubildenden alle. Ich finde es einfach unglaublich gut. Es ist unglaublich gut geschrieben und hat mich sofort gefesselt. Ich mag Violet als Hauptcharakter sehr, sehr gern. Sie ist eher so eine kleine, zierliche, hat eigentlich nicht so viel Kraft und deswegen geht eigentlich der Großteil der Leute davon aus, dass sie eigentlich ziemlich schnell sterben wird. Sie ist aber unglaublich klug und das macht das Ganze so spannend, weil sie sich immer irgendwie Sachen überlegt, wie sie da jetzt vielleicht durchkommen könnte. Und gleichzeitig hilft sie anderen und ich finde sie einfach einen super, super tollen Charakter. Dann haben wir hier auch schon Dane kennengelernt. Er ist jemand aus ihrer Vergangenheit und ja, da haben wir so ein bisschen diesen Part und wir hatten auch schon die ersten Szenen mit Xaden. Und ich finde diesen Handlungsstrang von eher düsteren männlichen Charakteren super toll. Im Gegensatz eben auch zu anderen Charakteren. Und ja, für ein Fantasy-Buch, für dieses Setting absolut perfekt, wie die ganzen Charaktere gestaltet werden, wie auch das Worldbuilding mit integriert wurde in die Geschichte, weil es nicht einfach alles so auf einmal war, sondern man hat nach und nach eben
alles so ein bisschen kennengelernt, auch wenn es wirklich sehr kompliziert ist jetzt momentan noch. Aber ja, man liest sich da so rein und man ist einfach total drin und ich liebe es wirklich sehr bis jetzt. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich lese jetzt direkt weiter. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass mich dieses Buch noch enttäuschen kann, weil es fühlt sich für mich schon sehr krass nach Highlight an. Und das zum Anfang des Buches sagen zu können, ist wirklich schon krass. Und auch wenn ich extrem hohe Erwartungen hatte, dieses Buch erfüllt es momentan einfach komplett. Also es ist wirklich einfach so, so gut. Deswegen, ich werde jetzt weiterlesen und euch dann updaten, wenn ich weitergekommen bin. A star could never shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right. When I'm with you, I feel so lucky I met you. And I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. It's not logical the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity. So, ich bin auf Seite 321 angekommen, Kapitel 18. Und Leute, dieses Buch ist so gut. Ich kann es nicht anders sagen. Es war die letzten Seiten einfach so gut. Also einmal dieser Parcours, den die Kadetten halt schaffen mussten. Und dann das Dreschen, also da, wo die Drachen ausgewählt wurden. Oh mein Gott, ich saß einfach sprachlos davor. Es war so gut. Deswegen, es war also wirklich absolute Spannung durchweg bis jetzt, bis zu den 300 Seiten, wo ich jetzt gerade bin. Jetzt wird es gerade ein bisschen ruhiger. Das Einzige, was ich jetzt gerade sagen kann, ist, dass mir Dane total auf die Nerven geht. Ich weiß gar nicht, ob man ihn so ausspricht, aber auf jeden Fall der beste Freund von Violet. Er hat mich schon am Anfang so ein bisschen genervt, obwohl er da eigentlich ganz nett war, aber jetzt mit seinen ganzen Regeln die ganze Zeit und dieser Art, wie er einfach Violet behandelt und herumkommandiert, als ob sie nichts kann und nicht selbst entscheiden kann, das geht mir so auf die Nerven. Aber natürlich, das soll einem auf die Nerven gehen, das ist ja beabsichtigt. Ich bin einfach absolut gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterlesen. Es ist auf jeden Fall immer noch gut und es bleibt gut und ich bin gespannt, wann jetzt das nächste Mal so eine krasse Spannung wieder entsteht, wie es die letzten 150 Seiten war. They still see light, even the birds still sing at night, every word just comes. Ich bin jetzt bei Kapitel 25, Seite 477. Also mir fehlen noch, glaube ich, knapp 300 Seiten. Und ich will einfach nicht, dass dieses Buch endet. Es ist so gut. Okay, ich suche euch jetzt nochmal ganz kurz ein Kapitel raus, wo ich dachte, ich schrei gleich. Okay, es war auf jeden Fall in Kapitel 22 auf so Seite 424, alles weitere. Ich hatte es gehofft. Und natürlich weiß man es auch, weil, ja, enemies to lovers, you know. Aber ich muss echt sagen, Xayden ist einer meiner liebsten Charaktere schon geworden. Und wir haben erst ein Buch, ja, ein einziges. Ich will euch mal durch mit diesem Teil. Und trotzdem liebe ich schon Violet, unsere Hauptprotagonistin, aber auch Xayden schon so, so, so sehr. Und die Drachen und den ganzen Aufbau und alles einfach. Also, ich habe es gehofft, aber dieses Buch ist einfach so, so, so gut. Jetzt aktuell ist es gerade wieder ein bisschen ruhiger geworden. Also was heißt ruhig in diesem Buch? Aber ich hoffe jetzt auf jeder Seite, dass es wieder ein bisschen mehr Action gibt, ein bisschen mehr knistert. Es steht auf jeden Fall noch ein Wettkampf an, irgendwie, der jetzt so ein bisschen angedeutet wurde. Und natürlich Violet und Xayden. Das Krasse ist an diesem Buch, es ist halt wirklich ein Fantasy-Buch und ich brauche ziemlich lange zum Lesen. Also ich brauche ziemlich lange pro Seite. Aber trotzdem kann ich einfach nicht aufhören zu lesen. Also ich habe heute Morgen, glaube ich, 60 Seiten gelesen. Ich habe dafür sehr, sehr lang gebraucht, aber es hat sich so angefühlt, als ob ich einfach in dieser Welt bin. Als ob ich einfach mit Violet und Xayden und Rhiannon und allen anderen Charakteren da lang gehe. Und außerdem hatten wir jetzt einen neuen Charakter noch kennengelernt. Ich glaube, er hieß Liam. Auf jeden Fall soll er so ein bisschen auf Violet achten und auf sie aufpassen. Und ich finde diesen Charakter auch total süß und liebenswert. Und ich bin dann noch super gespannt, wie sich auch generell die ganzen Freundschaften hier in dem Buch über die Bücher natürlich hinweg in der Reihe dann entwickeln und gestalten. Und ich glaube, dass man hier so viel aufbaut, was uns am Ende irgendwie noch das Herz brechen kann. Also wirklich, die Autorin soll einfach unsere Lieblinge beschützen und es darf irgendwie niemandem was passieren. Ich habe echt Angst.
Aber ich muss gleichzeitig jetzt auch weiterlesen. Ich kann jetzt nicht aufhören. Heute ist zwar nicht so gutes Wetter, also es ist sehr grau. Aber ich werde mich jetzt trotzdem noch ein bisschen draußen hinsetzen und lesen und ja, ein bisschen weiterkommen. Wie gesagt, ich bin ja jetzt auf Seite fast 480. Ich möchte auf jeden Fall heute noch bis Seite 600 kommen und das morgen vielleicht beenden. Obwohl ich es gar nicht beenden will. Aber ich will es auch irgendwie beenden. Also ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht, aber irgendwie will ich auch dann nicht warten auf Band 2. Es ist so schlimm. Aber es ist auch so gut, dass ich einfach weiterlesen muss. Also gut, dass es schon bestätigt ist auf jeden Fall, dass dieses Buch auch weiterhin übersetzt wird und dass auch weiterhin Teile rauskommen. Ich bin einfach so, so, so hyped und ich ja, lieb's bis jetzt absolut. Can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky. And I feel so lucky I met you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. Guten Morgen. Oder nee, wisst ihr was? Es ist kein guter Morgen. Ich erzähle euch jetzt auch, warum. Ich habe gestern Abend sehr, sehr lange noch in Fourth Wing gelesen. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich scroll so durch TikTok und sehe so ein paar Fourth Wing TikToks. Und wie man es so kennt, wenn man einmal bei so einem TikTok gelandet ist, dann kommen ganz viele Fourth Wing TikToks. Also scroll ich einfach so weiter und sehe dann so eine Fanart von einem Charakter und denke mir so, wow, interessant. Da gab es noch mehrere Bilder, also scrolle ich einfach so durch. Ich werde nicht näher darauf eingehen, was das für ein Charakter ist. Ich werde auf gar nichts eingehen, auf jeden Fall. Scrolle ich dann noch weiter, weil ich dachte, es kommen halt dann irgendwie noch mehr Fanarts von anderen Charakteren. Und dann wurde ich einfach des Todes gespoilert. Und jetzt bin ich einfach nur traurig, weil da war keine Spoilerwarnung, da war nichts. Warum packt man keine Spoilerwarnung vor sowas? Also, verstehe ich einfach nicht. Auch so in den Text oder so, nirgendwo war eine Spoilerwarnung. Ganz viele Leute haben sich in den Kommentaren darüber beschwert, dass sie einfach gerade gespoilert wurden und da es keinen Anhaltspunkt dazu irgendwie gab oder sonst was. Weil ich hatte davor auch einen TikTok gesehen, da war auch eine Fanart von diesem Viadukt und danach kam dann ein Bild mit Achtung, Spoilerwarnung und dann kam ein Teil aus dem hinteren Teil des Buchs schon und das hatte ich aber schon gelesen, deswegen habe ich doch weitergemacht, weil ich genau wusste, um was es geht. Aber ja, ich bin extrem traurig darüber, dass ich da gerade so gespoilert wurde, aber kennt ihr das, wenn ihr gespoilert werdet und dann denkt ihr euch noch für so einen kurzen Moment, nee, ihr habt es nicht gesehen, nee, das war jetzt nicht so und ihr versucht einfach noch in diesem Glauben zu bleiben, dass ihr es noch nicht wisst. Ich weiß nicht, wie groß dieser Punkt in dieser Handlung sein wird. Ich glaube aber schon, dass es ein sehr großer Punkt war und deswegen bin ich auch so traurig. Aber ja gut. Jetzt ist es so, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Ich werde jetzt wirklich alles wegpacken. Ich werde mit niemandem mehr reden. Ich werde nicht auf TikTok gehen, ich werde nicht auf Instagram gehen. Ich werde dieses Buch jetzt beenden, ohne irgendwie mich nochmal spoilern zu lassen. Also, ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe gestern wirklich sehr viel gelesen. Ich bin auf Seite 645. Also, dieses Stück hier bleibt mir noch. Also, knapp ein bisschen über 100 Seiten. Und dann bin ich durch. Ehrlich gesagt, ich will einfach nicht durch dieses Buch durch sein. Ich will in dieser Welt bleiben. Ich möchte den zweiten Teil jetzt schon haben. Ich glaube, der zweite kommt am 1.12. raus. Und ich weiß nicht, wie ich es bis dahin durchhalten soll. Es gefällt mir mega. Die Entwicklung von Xaedens und Violets Beziehung ist einfach wow. Also es könnte sogar sein, dass die mit zu meinen liebsten Charakteren irgendwann zählen werden. Also so wie es gerade Rhys und Ferris sind, könnten Xaedens und Violet irgendwann dazukommen. Und Fourth Wing gehört vielleicht auch irgendwann zu meinen allerliebsten Lieblingsbüchern. Zumindest fühlt es sich gerade sehr danach an. Aber ich glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr von der Reihe, um wirklich zu sagen, dieses Buch gehört zu meinen Top-Favoriten, aber auf jeden Fall liebe ich dieses Buch über alles. Es ist wirklich so gut, die Handlung ist gut, der Plot ist gut, es ist so gut aufgebaut, der Schreibstil der Autorin ist super. Das Drachenthema ist toll, diese ganzen Wettkämpfe sind einfach nur super spannend. Man hat super viele Charaktere, die man irgendwie anfängt zu lieben und einfach ja das ganze Setting und die Vibes, einfach mega. Was ich auch sehr diesem Buch liebe, ist jeder Kapitel anfangen, denn man hat halt hier das Kapitel und hier hat man immer noch so einen Absatz. Also hier ist es zum Beispiel jetzt ein Zitat aus dem Kodex der Drachenreiter. Man hat aber auch Teile aus Brennans Tagebuch oder auch von irgendwelchen, zum Beispiel Schriftgelehrten oder so, die irgendwas mal gesagt haben, um so ein bisschen auch einen näheren Einblick zu geben, finde ich. Und ich finde es einfach mega. Also wie dieses Buch aufgemacht, das ist einfach nur toll.
Die Karte ist mega. Da hat man noch eine spezielle Karte zum Basquiat War College. Und ja, für mich ist dieses Buch wirklich jeden Cent wert gewesen. Es war wirklich sehr teuer. Und der zweite Teil wird auch noch teurer. Ich habe es auch schon gesehen. Aber ich werde es definitiv weiterlesen. Ich werde definitiv auch den zweiten Teil kaufen. Ich hatte jetzt gestern Abend an einem Punkt aufgehört. Also wie gesagt auf Seite 645, wo sich jetzt, glaube ich, alles wendet. Also jetzt wird es bitter für alle, weil ich glaube, jetzt fängt Stress an. Ich bin mir nicht genau sicher, was passiert. Auf jeden Fall wurden gerade alle alarmiert. Und ich glaube, die letzten 100 Seiten werden jetzt richtig schlimm und ich weiß noch nicht, ob ich dazu bereit bin, aber ich werde es mir jetzt antun und würde sagen, let's go. Ich wusste, dass dein ein Arschloch ist. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Even the dark, they still see light. Even the birds still sing at night. Ich hab's beendet. Ich bin gerade für die letzten Seiten extra reingegangen. Oh mein Gott. Mein Herz ist gebrochen. Die letzte Seite hat mich jetzt überfordert und ich weiß nicht, wie ich es abwarten soll bis Ende Dezember oder Anfang Dezember? Anfang Dezember, glaube ich, kommt der zweite Teil. I'm in shock. Okay, ich brauche ein bisschen Zeit, um es zu verdauen und dann sprechen wir über dieses Meisterwerk. Okay, Leute, ich habe Fourth Wing beendet und ich habe eine Nacht drüber geschlafen. Aber was soll ich sagen? Dieses Buch bekommt von mir 5 Sterne. Es ist ein Highlight, ein Monatshighlight zumindest erstmal, aber ich glaube, es wird auch ein Jahreshighlight. Jedes andere Buch, was jetzt hierauf folgt, wird es schwer haben für mich. Also nicht, dass ich es dann schlechter bewerte, aber es wird, glaube ich, kein Buch mehr an Fourth Wing dieses Jahr rankommen. Damit ist dann ungefähr klar, welches Buch für mich das Beste aus 2023 sein wird. Ich bin gespannt, ob irgendein Buch es dieses Jahr noch schlagen kann, ob mich irgendein Buch noch mehr überzeugen kann als der erste Teil von dieser neuen, unfassbar guten Fantasy-Reihe. Rebecca Yarros hat auf jeden Fall meinen größten Respekt. Diese Frau kann wirklich unfassbar gut Fantasy schreiben. Ich glaube, sie hat auch mittlerweile so eine Romanze draußen. Zumindest habe ich die deutsche Übersetzung jetzt letztens erst neu gesehen. Ich bin gespannt, ob ich mir die Bücher auch mal kaufen werde, weil dieses Buch ist wirklich, wirklich gut. Leute, ich lege es euch echt ans Herz. Lest dieses Buch, wenn ihr auf Fantasy steht oder wenn ihr zumindest auch mal in Fantasy reinschnuppern wollt. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist wirklich so, so, so gut. Ich glaube auch, dass die Autorin selbst mal gesagt hat, dass dieses Buch vor allem für Leute auch ist, die eben in Fantasy erst einsteigen wollen, weil sie eben die Fantasy-Welt, würde ich sagen, sehr gut erklärt hat, sehr gut aufgebaut hat und es hat einfach so unfassbar Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich weiß nicht genau, an was es genau liegt. Ich bin der Meinung, es liegt an allem. Also der Schreibstil war gut, das Setting war gut, der Aufbau war toll, die Charaktere unfassbar gut. Also Violet ist mir so ins Herz gewachsen. Xayden genauso, aber Rhiannon genauso, Riddick oder wie man ihn ausspricht, Liam. Alle sind mir so ans Herz gewachsen. Die Autorin hat mir das Herz gebrochen. Und am Ende, diese letzte Seite, ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich das noch aushalten soll, bis der zweite Teil rauskommt. Wie kann man so gut Fantasy schreiben? Ich dachte vor allem nach Das Reich der Sieben Höfe und nach Elfenkrone, dass mich keine Reihe mehr wirklich so von Grund auf überzeugen kann. Aber dieses Buch hat es geschafft, dass ich im ersten Band schon absolut verliebt bin und es nicht erwarten kann, bis endlich dieses Buch rauskommt. Ihr wisst also, wo ich Anfang Dezember bin. Und zwar werde ich so schnell wie möglich in den Thalia rennen, falls ich es nicht schon vorbestellen werde. Mal schauen. Und mir den zweiten Teil schnappen und es sofort lesen. Und ich bin so gespannt. Und gleichzeitig so unfassbar traurig, was wir ja alles durchleben mussten in diesem Buch. Es war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Es war schmerzhaft, es war wundervoll, es war traumhaft, es war wieder grauenvoll, schmerzhaft. Lest es einfach, lasst euch überzeugen. Aber glaubt mir, dieses Buch
wird euch überzeugen. Es ist so, so, so gut. Und damit würde ich sagen, höre ich auf zu schwärmen. Fourth Wing ist auf jeden Fall den Hype wert. Absolut. Und ich bin super froh, dass dieses Buch endlich gelesen ist und in meinem Bücherregal steht und ich bald die Chance dazu haben werde, auch den zweiten Teil zu lesen und dann die anderen Bücher. Wenn ihr das Buch gelesen habt oder es noch nicht gelesen habt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und dann würde ich sagen, ich beende jetzt das Video. Ich bedanke mich immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.